Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier auf Kedera und verfolgen Cat, die hier eine Karawane überfallen haben. Was äußerst merkwürdig ist. Naja, irgendwie schon, das passt nicht so richtig zu den Cat. Vielleicht haben sie sich angepasst inzwischen, wer weiß. Tja, merkwürdig ist, dass die überhaupt hier zurückgekommen sind, wo sie die ganze Zeit keine Anstalten gemacht haben. Na gut, wir können nur rausfinden. Und zum anderen das, was Sie nicht als Plünderer kennen. Na gut, wir werden auf jeden Fall jetzt mal hinterherfahren. Ja, wir hatten ein bisschen Probleme mit unserer Farbe, mit unserer Farben. Die waren total verblasst, weil die haben einen Patch gemacht. Und irgendwie Einstellung von uns wohl beseitigt. Was sind das jetzt? Da fliegt jemand. Meinst du, wenn er jetzt runterkommt, dass er sich dann wehgetan hat? Wo fliegt jemand? Das war eben einer unserem. Da habe ich von einer unserer Freundinnen nur noch die Füße gesehen. Ach so. Hä? Ah ja, hier ist wieder eine Fußspur. Ja, das sind diese Fußspuren. Noch mehr Spuren. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Aha. Ach, weißt du, jetzt kommt mir fast vor, als ob uns da jemand hinlockt. Oder? Das ist alles sehr merkwürdig. Ich habe noch nie gesehen, dass da Fußspuren, dass wir da Fußspuren scannen würden. Also irgendwo bin ich da auch sehr misstrauisch. Aber wir werden es wissen. Ja, also das Bild konnte man sich nicht angucken. Nee, es war total verwaschen. Es war total verwaschen. Ja. Wie ein Pullover, der 200 Mal gewaschen worden ist. Und der früher mal total rot war und dann und total verblasses Rosa gemacht hat. Sehen Sie die Höhle. Ein guter Platz für ein Versteck. Ich wette, die Cats sind da drin. Katis? Ich glaube, ich habe was gefunden. Schicke jetzt den Nachpunkt. Ja, also wie so ein Pullover, der ein paar hundert Mal gewaschen wurde und mal knallrot war und jetzt nur mehr einen leichten Schimmer von Rosa zeigt. Mhm. Die schießen schon. Na gut, das kann ja sein. Ja, die schießen auf den Rücker. Auf diesen Rücker da. Hast du gesehen da? Ach so. Ja, jetzt den haben die doch geschossen. Also nie. Ja, ja. Was macht ihr denn hier? Nun ja, er war ein ausgewiesener Feind. Ah. Eine Höhle, eine Tür. Nochmal, das ist hoffentlich keine Falle, oder? Aber der Angara, der war doch echt, oder? Sieht doch schon sehr merkwürdig. Sind Sie ein klein wenig ungeduldig? Ach, Sloan. Sloan, Sie hätte ich hier nicht erwartet. Sie wollte kein Nein als Antwort akzeptieren. Ich lasse meine Kämpfe nicht von anderen austragen. Und schon gar nicht von einem Schoßhund der Initiative. So. Jetzt bin ich ein Schoßhund. Und wer streichelt mich dann? Sie hatten kein Problem damit, dass dieser Schoßhund Informationen für Sie aufspürt. Weil Hunde genau das machen. Sie verfolgen Fährten. Das reicht jetzt. Bringen wir es hinter uns. Du bist so ein Griesgram, wenn du dir Sorgen machst. Jede Sekunde, die du nicht im Hafen bist, ist eine Gelegenheit für das Kollektiv. Der Pathfinder und ich kriegen das auch. Was war das? Sie wissen, dass wir hier sind. Machen Sie sich bereit. Hey, da schießt doch jemand auf dich. Wer schießt wo? Sag mal, das sind wirklich Cats. Das sind Cats. Die haben eine Falle gestellt. Die haben Sloan Kelly eine Falle gestellt. Ja, weil die nämlich wahrscheinlich ihre, dann müssen wir mal auf jeden Fall helfen. Hast du ja auch schon gemacht, du hast ja schon gut geschossen. Aber wo sind die denn? Da sind noch welche. Dann aber weit aus. Weg. Doch, dann gut getroffen. War da noch? Wer ist das? Da ist doch noch einer. Nee, ist einer. Kein Feind. Doch. Doch. Ich wehre ihren Beschuss ab. Doch, da ist wieder einer. Das ist noch einer. Nee, falls der hat sich gerade getroffen. Jetzt ist er genau in dem Moment abgetaucht. Mhm. Hat ihn. Ja. Hier gibt's Überreste. Die wollen wir ja nicht verkommen lassen.
Auf Ärger warten. Klingt ja gut. Ihr nächster Schritt auf Ärger warten. Steht hier oben. Ja. Na toll. Heißt? Wir müssen warten, bis es Ärger gibt. Wir hatten doch gerade Ärger. Na? Aha. Ich denke, das war der letzte. Okay, dann lassen wir mal die Leichen verschwinden. Gute Idee. Es braucht ja schließlich keiner zu wissen, dass sich Cat direkt vor ihrer Nase versteckt hatten. Richtig. Und ich weiß ihre Diskretion zu schätzen. Ich lasse ihre Bezahlung an den Tempest entwickeln. Ja. Können wir ja machen, wenn er meint. Klar. Gut, aber da geht's ja eigentlich noch weiter, ne? Oder war das die Tür, ja, durch die wir reingekommen sind? Ich jetzt gar nicht mehr. Doch, ja, nee, ist richtig. Wir sind hier in der Höhle drin. Sag mal, da haben sich wirklich Cat versteckt. Und die brauchten wahrscheinlich wirklich, die müssten wahrscheinlich wirklich plündern. Weil die Vorräte brauchten. Obwohl ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwas essen oder. Na, vielleicht brauchten sie nur einfach Magazin und Waffen und was weiß ich. Ja, die haben ja alles mitgenommen, was die Leute hatten, die Händler. Man, irgendwo finde ich den Ketus gar nicht so unsympathisch. Ja, der ist so. Oh ja, er macht seine Arbeit. Aber er ist auch loyal irgendwie. Ja. Ja, hier geht's wohl nicht mehr weiter. Nö, das war's wohl. Komm mal, ich schnell wieder rausgehen. Mal sehen, was da hinter der Tür ist. Ja. Natürlich. Stehen immer noch da, die beiden? Ich dachte, die sind hier reingekommen. Eigentlich, oder? Sind wir nicht hier reingekommen? Ich meine, ich blicke so. Muss wohl, ja. Aber ich meine, das war der Eingang und danach haben wir den Überfall gehabt mit denen. Genau, das war's. Aber da war doch da hinten noch eine Tür, oder? Ich habe keine gesehen, aber vielleicht war da eine. Bin ich jetzt? Nee, du spinnst wahrscheinlich nicht, aber wenn ich es nicht gesehen habe, muss es ja nichts heißen. Ich kann nicht behaupten, dass ich gerade so viel... dass ich mehr sehe als du. Lithium. Hier waren wir jedenfalls noch nicht. Nee. Behälter. Immer alles ordnungsgemäß angucken. Aber ja, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter. Das war wirklich die Tür, durch die wir reingekommen sind. Ja, das war nur der andere Gang. Ich habe uns jetzt abgelenkt, dass die mit uns gesprochen hat und so, dass es dann eben gleich losging. Ja, das war eigentlich alles. Ja. Ich hatte mich da gedreht. Tür. Gut, das war diese kleine Sache. Guck mal, was wir sonst dazu machen. Ja. Wahrscheinlich geht es jetzt irgendwie mit dem Kollektiv weiter oder wie oder was? Tja, könnte sein. Ich meine, die beiden konkurrieren ja, Sloan Kelly und das Kollektiv. Also die Verwandten und. Quatsch, da wollte ich hin. Ach nee, hier wolltest du hin. Ja, da steht nur auf Ärger warten. Können wir nichts weitermachen. Und das heißt, wir stellen uns jetzt hier hin und warten. Das hat vermutlich nicht allzu viel Sinn. Ich guck mal, ob wir noch irgendwelche Aufgaben hier finden. Für den Rapport könnte ich mir vorstellen, würden wir vielleicht irgendwie... Was meinst du? Na, der Rapport könnte ja natürlich irgendwas sein, wo wir auf Ärger warten könnten, oder?
Aber warten finde ich immer blöd. Ich finde das eine gemein. Zu den Slums sind hier. Ja, ich sehe hier keine weiteren Quests. Das meiste haben wir gemacht, ja. Also? Ja. Machen wir mal Schnellreise. Und wenn es da nichts gibt, dann gehen wir auf die Tempest und machen in den Laden weiter. Ja, was genau. Was? Genau. Oder gucken, was wir sonst noch haben. Mhm. Wir haben ja auch noch Gefährtenquests zu machen. Ja, genau. Sollen wir auf jeden Fall machen. Guck mal doch. Dann kommen die mal. Auch weiter. Also, wenn wir es schaffen, natürlich. Nur. Was war das denn? Relis möchte auf Wölpen mit uns sprechen. Können wir auch machen, ne? Naja, jetzt sind wir aber gerade hier auf Kedera. Naja, können wir auch machen. Ja, hier haben wir nichts da kannst mehr. Alle, du kannst alle machen, die du machen willst. Machst du der Reihe nach durch. Genau. Aus, ja? Gucken wir mal, was ja. Relis von uns will. Genau. Okay. Dann gehen wir mal schnell wieder in den Nomad, weil das ist der kürzeste Weg in die Tempest. Meine, gerade diese... Da müssen wir nicht hier wieder hoch und so weiter. Gerade diese Nebenquests und so, oder... die findet man... Ach nee, es war aber ein Gefährtenquest, ne? Oder Verbündetenquest war das, ja. Richtig? Na, okay. Ja, machen wir das mal. Machen wir die mal da rein. Ich weiß gar nicht, kennen wir Relis? Bestimmt. Aber ich weiß nicht mehr, du wer auch das nicht war. Mehr. Keine Ahnung. Hat so keinen bleibenden Eindruck an mir hinterlassen. Aber das muss nichts bedeuten. Aber wenn da steht, wir sollen uns mit ihr auf Welt treffen, dann können wir sie ja wohl kaum verfehlen. So. Alle Systeme im grünen Bereich. Gut, sehr schön, sehr erfreulich. Man kann mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Ja, das meine ich immer mal. Das war's. Wir müssen reden. Das war das, worauf wir gewartet haben. Na gut, das war vielleicht notwendig, dass wir hier abreisen. Ja, wahrscheinlich. Okay. Also wieder runter mit uns. Na. Boah. Alles geht. Sind jetzt im Orbit von Kedera. Na gut. Einmal hin, einmal her. Und wenn wir Glück haben, sind wir gleich da. Aber das haben sie richtig schön gemacht. Ja, die Bilder sind schon ganz gut. Dann holen wir uns wieder den richtigen Auftrag. Na gut. Showdown. Okay, ich nehme an, die ist zu Hause. Datenpad kennen wir bestimmt schon 23 Mal angeguckt. Und wenn man nächstes Mal vorbeiläuft, frage ich mich immer noch, haben wir das gesehen oder nicht? Tatsächlich. Ja. Aber du weißt es ja auch nicht mehr. Stimmt's? Ich habe fasziniert geguckt, was da oben, was sie da oben, was sie unterhalten haben. Aha. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, das sind Sachen, die das eigentlich immer sagen. Lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Ja, machen wir. Ist ja so verlassen. Vielleicht sollte ich vorher mal speichern. Vergiss nicht, den Hof nichts zu machen. Wo sind Ihre Leute? Ich habe Ihren Anblick nicht mehr ertragen. Was ist denn passiert? Mieser Oder mieser Tag, was du willst. Kann es sein, dass sie sauer sind? Der Scharlatan hat meine Leute benutzt, um Katus halb tot zu schlagen.
Tja. Oh. Und? Naja, okay, das. Deine Leute schlagen jeden Tag die Leute zu halb tot. Ja, haben wir ja auch gesehen, stimmt. Das tut uns leid, das war wegen Ketus. Der Charlatan benutzt Ketus, um sie nervös zu machen. Das weiß ich. Sie sind nicht hier, weil ich ihr Mitleid wollte. Und wieso dann? Nicht, dass es mir etwas ausmacht. Der Charlatan hat an Ketus eine Nachricht hinterlassen. Er will die Dinge zwischen uns klären. Der Treffpunkt ist in Drolea. Die Sache stinkt doch. Ach was, ich kann meinen Leuten nicht trauen, aber sie sind eine Außenstehende und haben sich als vernünftig erwiesen. So, ach, jetzt? Komisch. Plötzlich? Ja, verstehe ich. Warum schlägt der Charlatan jetzt zu? Wieso nicht schon früher? Ich habe das Kollektiv zu lange gewähren lassen. Ich habe es einfach unterschätzt. Dadurch ist es mutig geworden und gefährlich. Was mit Ketus passiert ist, ist meine Schuld. Aber jetzt hat die Sache ein Ende. Helfen Sie mir? Nee, also, das kann man jetzt nicht sagen. Wir können nicht sagen, dass wir ihr helfen. Ich weiß nicht recht, also... Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in das alles hineingezogen werden will. Sie wollen, dass die Initiative auf Kadara Fuß fasst? Seien Sie da. Ich hatte gehofft, es würde nicht so weit kommen, aber... Hey, shit happens, was? Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns dann dort. Wir haben keinen Grund, sie zu mögen oder ihr zu vertrauen. Nee, nicht den allergeringsten. Ja. Obwohl nach den Aussagen, dass sie sich eine bessere Welt gewünscht hat und dann eben schlimm fand, dass die es eben so ja, gut. Verbockt wurde. Aber und so, was hat sie dann gemacht? Ein bisschen sympathischer geworden. Nein. Ich meine es nur. Da ist sie immer sympathischer geworden. Da hat sie wahrscheinlich alle Illusionen verloren, ne, die sie vorher hatte. Auf eine bessere Welt. Ja, ja. Nach den Ereignissen auf ja, der Netz. Ja, klar. Aber... Nee, aber sie ist eine schlimme Frau. Ja. Mir tut es nur um Ketus leid, den konnte ich gut leiden. Ja, der war ganz in Ordnung. Der war loyal, hat seine Arbeit gemacht. Mhm. Aber er hat natürlich auch zugeguckt. Naja, nicht so, ja klar, dazu geguckt. Das macht ihn nicht sympathisch. Ich meine, wir haben ja gesehen, was wir mit den Leuten gemacht haben. Wir haben auch zusammengetreten. Er hätte ja auch nicht mitmachen müssen. Ja. Ah ja, ich gehe davon aus, dass wir wieder in die Slums müssen. Wen nehmen wir mit? Wen nehmen wir mit? Es könnte haarig werden. Ich würde die beiden mitnehmen. Lass mal dabei. Ja. Einverstanden. Ganz meine Meinung. Mhm. Wenn ein paar Kastanien aus dem Feuer zu holen sind, ist das, glaube ich, eine gute Truppe. Ja. Wir sind auch so ziemlich down to earth, in Anführungsstrichen gesetzt. Also, wenn es da um irgendwelche Seiten geht. Und ich schätze mal, wir müssen uns jetzt auf irgendeine Seite stellen. Wenn sie sich jetzt es für den Kollektiv ganz danach trifft, aus. Dann geht es um sie oder um das Kollektiv. Aber ich weiß aber noch nicht, wer der Charlatan ist. Also kommt es drauf an, was für eine Person das ist. Bisher machen die mir aber einen besseren Eindruck, obwohl wir die genauso bekämpfen mussten wie die anderen auch. Die vom Kollektiv. Ne? Bisher hätte ich ja gesagt, dass jeder besser ist als Sloane Kelly. Ich weiß es nicht. Wirklich sehr abhängig. Von der Figur des Charlatans. So viel, wir haben kaum was Schlimmes oder gar nichts Schlimmes bis jetzt vom Kollektiv gehört, ja, außer Kollektiv. Von dritter Hand. Na, wir haben sie auch bekämpfen müssen, es waren auch Plünderer. Ja, das stimmt allerdings. Naja, Waisenknaben sind es auch nicht. Nö, ist so keiner hier. So. Die Waisenknaben sind schon alle tot. Auf nach Traulia. Hm. Da hinten. Halt! Fährt unser Nomad wieder hin. Tritt als Fall. Ich habe auf Befehle gewartet. Sind Sie in Ordnung, Drake? Zu viele erhöhte Positionen. Ich rechne ständig mit einem Hinterhalt. Ja. Das muss man hier auch. Und wenn es keine erhöhten Positionen gibt, dann findet der kleine Nomad
sicher die eine oder andere, nicht wahr? So, hier ist Raulier, ja. Da müssen wir ja, hin. Ja, aber wir müssen hier aber nach rechts rum. Aber ich nehme an, da unten. Ja, ja. Das ist die Sachse. Was machst du denn? Ich suche nach einer Abkürzung. Ja. Bumm. Zack. Na, guck mal, war doch eine, die perfekte Abkürzung. Ach, was für eine Höhle, ne? Keine Chance, dass das schief geht. Was geht? wie? Was? Petra, was meintest du denn, hä? Tja. Ja. Ach, da ist sie ja. Sie haben sich Zeit gelassen. Ob sie gar nicht gesehen im Dunkeln. Bringen wir es hinter uns. In Ordnung. Ich bin dabei. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Ich auch. Sie warten bestimmt auf jemanden. Ach, guck mal. Warum bin ich nicht überrascht? Ich will den Scharlatan treffen. Keinen drittklassigen Schmuggler. Sie sind ein und derselbe. Überraschung. Das also war Ihr Plan, mein Freund. Der angaranische Spion? Ihr Interesse an den Morden der Roker? Es ging Ihnen immer nur darum, Sloans Macht zu untergraben. Steter Tropfen hüllt den Stein. Sie sagten, Sie wollten die Dinge klären. Wie? Durch ein Duell. Sie gegen mich. Der Sieger bekommt Kadara Port. So wollen Sie einen Krieg verhindern? Durch ein Duell? Besser nur zwei Leute versuchen, sich gegenseitig umzubringen, als Dutzende. Einverstanden. Showdown, ne? Ein Scharfschütze erzielt auf Sloan. Oh. Was? Ich will sie nicht treffen. Ist aber nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Fandest du das in Ordnung? Hey. Fair war das nicht. Nee, absolut nicht. Aber ich konnte mich nicht. Konntest du dich nicht. Schaff sie weg, und gib der Kuh Bescheid. Heute Nacht holen wir uns Kadara Port. Jetzt haben sie wohl alles, was sie wollten. Was ich will, ist Frieden. Sloan hätte den Krieg nach Helios gebracht. Und wir sind zu wenige, um das zu überleben. Heißen Sie überhaupt Reyes? Meine Mutter hat mich so genannt. Ich heiße wirklich so. Ich habe nur gelogen, damit die Gerüchte über den Scharlatan ihre Meinung von mir nicht trüben. Ja. Tja, kannst du sagen, was du willst? Ja. Die Gerüchte stimmen? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Was ich gerade gesehen habe, bestätigt diese Gerüchte über sie. Ja. Ehrenhaft zu sein hat mir nie was gebracht, Pathfinder. Und was jetzt? Jetzt nehme ich Kadara Port ein. Tja. Nein, ja. Ich finde es irgendwie schon schlimm, aus dem Hinterhalt zu schießen. Ne? Na, die feine Englische war das auf keinen Fall. Das war absolut hinterhältig. Tja, na gut. Ich meine, ich muss sagen, dass mir recht trotzdem lieber ist als Sloan. Kelly, aber ich trau ihn. Sloan ist so eine fiese Frau und man hatte gar nicht genug Zeit, das zu durchdenken. Ja. Naja, ist die Frage, was macht Reyes jetzt mit der Macht, die er sich jetzt holt? Ja, jetzt wird's interessant. Aber ich meine, die beiden, das hätte Krieg ohne Ende gegeben. Also insofern ist ein Ende mit Schrecken besser wie ein endloser Schrecken. Nun ja. Ja gut, aber ich bin nicht überrascht. Dass Sloan weg muss, das war uns ja klar. Es hat mich nicht weiter gewundert, weil ich habe mir schon überlegt, wer ist das denn, der Scharlatan? Und dachte mir, es muss, da ich ja immer so gerne Kriminalromane lese, nicht wahr? Es muss irgendeiner sein, sonst wäre es ja total unfair, der wirklich auch auftaucht. Ein, den wir kennen.
Ja, genau. Und da kam für mich eigentlich auch nur Reis in Frage. Genau, weil er so undurchsichtig auch war. Ja. Hier hatte er sein Hauptquartier. Das war ja unten, stimmt's? Oh. Ich war schon so lange nicht mehr in den Slums. Also er sagt hier, das ist oben, ja, gut, kann unten sein. Ja, wahrscheinlich. Ja, offensichtlich. Ja, jetzt sehe ich das Ding, genau. Ja. Und da war er ja, hatte er doch oben irgendwo sein Zimmer. Ja. Ich hätte sie im Thronsaal erwartet. Ist das Tartarus nicht ein bisschen schäbig für Kedaras neuen Herrscher? Ach, kommen Sie, Ryder. Sie wissen, ich bevorzuge die Schatten. Aha. Er hat sich nicht geändert. Das ist gut. Mhm. Ja, gut. Er ist immer noch der, der Na, vorher gut, ich weiß ja nicht, wie war. Er überhaupt ist. Er ist eine ziemlich zwielichtige Person, ne? Ja, ja. Ist auch eher sein Stil. Ja. Ja, weil sie zwielichtig sind. Das wird's wohl sein. Das übernimmt Kima Dorgan für mich. Die Angara, der sie auf Sloans Party begegnet sind. Ach, das ist die. Und ohne Sloan ist auf Kadara jetzt auch Platz für die Initiative. Das ist gut. Ja. Ich suche sofort nach Freiwilligen für einen Außenposten, aber das könnte dauern. Ihr Ruf ist nicht gerade gut. Wir sind nicht alle Diebe und Mörder. Okay, ich schon, aber einige der anderen sind echt nett. Ganz bestimmt. Scherz beiseite. Ich will diesen Außenposten ebenso sehr wie Sie. Er wird unter meinem Schutz stehen. Das verspreche ich. Wo ist der Haken? Ja. Und was kostet mich dieses Versprechen? Nichts. Der Handel mit Ihrem Außenposten genügt mir. Ich meine, die Angara finde ich in Ordnung, die Frau. Was wird das? Ein Handschlag. Wir sind jetzt Partner. Ja, okay, ja. Sind wir. Was soll's? Klar. Ich finde die Angara nämlich ganz Partner in Ordnung. Partner und Freunde. Mhm. Ja, die war ganz in Ordnung. Mhm. Insofern ist es vielleicht wirklich ganz gut gewesen. Ja, weil, war schon Sloan richtig. Sloan konnte man wirklich nicht trauen. Die war einfach zu das brutal. War Kedara ist jetzt eine realisierbare Option für einen Außenposten. Ja, dann machen wir das jetzt. Dann nichts die Badlands sind zwar noch nicht gerade sicher, aber mit dem Schutz des Kollektivs sollte es soweit in Ordnung sein. Ja. Genau. Also nach außen hin führt dann die Angara. Und er ist nach wie vor der Mann im Hintergrund, der da die Strippen zieht. Finde ich ganz okay. Ja. Sag mal, das ist ein Datenblatt. Haben wir das schon gesehen? Oder, Vermutlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Das obere Privatzimmer ist für Reis reserviert. Na schön, der dann müssen wir wieder zu diesem Außenposten. Wo war denn der nochmal? Wollen wir gleich sehen. Hier können wir keine Karte von ja, draußen. Stimmt, wir müssen hier ja ist immer erstmal raus. So, und da muss man ein Stück laufen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich ganz schön schockiert war. Weit genug weg ist. Weil sie einfach abgeballert wurde aus dem Hinterhalt. Das war nicht schon etwas sehr... Ja, das war nicht nett. So, jetzt müssen wir mal gucken. Außenposten errichten. Haben wir das überhaupt auf dem Schirm? Da. Ah doch, haben wir, ja. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Hier haben wir einen. Ja. Schnellreisepunkt. Abgebullert wurde. Das ist auch ein schönes Wort. Vielleicht sollte man das lassen. Vielleicht sollte ich das auch markieren. Okay. Ah, da steht er ja. Ist er nicht schick? Frisch geputzt? Ja. Jetzt müssen wir gar keine Angst mehr haben. Wovor denn? Ach so, ja, von wegen Wasser. Und Schwefel und so. Und Säure und alles Mögliche. Ja. Aber hier ist immer noch so komisch, ne? Ah, wir können mitten durchbrettern. Ist das nicht schön? Ja. Macht doch Spaß.
auch. Dieses kann Gebiet er auch eignet brauchen? Sich für einen Außenposten der Initiative, Pathfinder. Ja. Wissen wir, warum glaubst du, dass ich hier hinfahre? Bestätige. Ich fordere einen Außenposten an. Ein Schutz ist er da mit sämtlichen Leuten. Das hier könnte genauso viele Leute verärgern wie ernähren. Ja, Direktor, ich hoffe, Sie genießen die Show. Ich genieße unsere Fortschritte. Der Teil mit der Show steht auf einem ganz anderen Blatt. Mal im Ernst, ein Außenposten auf Kedera, wo sich die Schlimmsten unserer Exilanten niedergelassen haben? Tja. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Ich dachte, die Schlimmsten wären auf den Laden. Wir können einige zurückholen, kannst du sagen. Wir wollen ja auch einige zurückholen. Die können ja nichts, also mich sind ja nicht alle so schlimm. Sie wollen Stabilität, genau wie die Nexus. Durch einen Außenposten können wir einige von ihnen wieder für uns gewinnen. Das ist wahr. Sie sind gegangen, als unser Traum geplatzt ist. Und Sie haben viel dafür getan, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Das hier ist ein Erfolg. Und wir brauchen Erfolge, egal wie sie aussehen. Machen Sie also so weiter. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht. Aber jetzt wird es Zeit für Ihre öffentliche Ansprache. Denken Sie, Sie können über das alles hier irgendetwas sagen, das die Leute motiviert? Oje. Etwas, um Ihnen Kedera schmackhaft zu machen? Sie wollen das tatsächlich ausstrahlen? Ich habe vielleicht Vorbehalte, aber in meinen Akten steht heute ein Außenposten mehr als gestern. Also ja, machen Sie es Ihnen schmackhaft. So überlasse ich dir. Ich werde ja jetzt nichts dazu sagen. Was denn? Man kann nicht nichts sagen. Das geht ja nicht. Nein, ich sage, ich werde nichts sagen. Ich überlasse dir die Entscheidung. Ist echt das Neue. Das eine ist sachlich, das andere ist eher emotional. So weit zu kommen war schwer. Und es wird nicht einfacher werden. Aber es wird besser werden. Wir müssen wollen, dass es besser wird. Kedera ist echtes Neuland. So wild und verheißungsvoll, wie es nur geht. Aber ich weiß, wir sind bereit dafür. Wir werden das für die Nachwelt festhalten, Pathfinder. Edison Ende. Ja. Auf jeden Fall sieht es landschaftlich besser aus wie Volt oder ja, Volt EOS. Ist nicht gerade so toll. Oder was, oder? Also Volt finde ich nicht so toll, nee. Das stimmt. Nee, diese Eiswüste und die wasserlose Wüste ist auch nicht gratis. Nun gut, wir machen jetzt erstmal. Ist da irgendwas? War da irgendwas? Ach, guck mal, hier ist ja schon alles aufgebaut, wie immer, hinter deinem Rücken. Ich habe gerade aufgehoben während du deine, während hat sich nichts. Während du deine Ansprache gehalten hast, haben sie fleißig hier eine kleine Station aufgebaut. Ja. Mann, du musst ganz lange daran gearbeitet haben, ich an der Ansprache, oder? Ich stand nur in oder? Der Gegend rum und während ich mit Essen telefoniert habe, haben die das alles aufgebaut hier. Ja. Wow. Verdammt fleißig, die können ja schnell arbeiten, ne? Zwei, drei Minuten und schon fertig. Guck mal, hier liegt gar kein Papier auf dem Boden. Echt beeindruckend. Sieht ja richtig ordentlich aus. Ist ja gerade frisch geliefert. Wow. Tolles Bett. Ist dein Zimmer hier? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ist das ein Tisch oder? Nee, ist wahrscheinlich so eine Art Brunnen. Da kannst du dir was wünschen. Oder kannst du reingucken, da kannst du dir die Zukunft schauen. Okay, wir machen jetzt Schluss. Ja? Hier ist ein Bett. Ja. Oh ja, dann lege ich mich jetzt hin. Gut. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.